Also das Thema Ruhe selber ist riesengroß, ist klar. Es hat viele Aspekte, das hat Raum, das ist in der Musik die Pause. Ungeheuer wichtig, obwohl es manche Musik gibt, die versuchen, die Pause zu übergehen. Also es dauert ziemlich lange, wenn man Musik macht, selber halt darauf zu achten, wie setze ich denn die Pausen? Kann ich das gut machen? Also ihr merkt, es hat viele verschiedene Anwendungen. Eine hatten wir eben, wenn ich diese kleine Pause am Tag mache, innehalte und selber ein bisschen länger ausatme, natürlich auch darauf achte, atme ich vollständig. Ja. Wenn ich zu flach oben atme, dann weiß ich, das ist nicht gut, ich muss weiter runterkommen mit dem Atem und dann noch langsamer ausatmen, das bringt einen wieder zu sich. Man merkt, 5 Minuten reichen, um alle Aspekte von Pause, von Ruhe zu beleuchten, reicht das nicht. Worum es mir heute in erster Linie geht, ist eine Tageschoreografie. Dass man selber da drauf kommt, sowas zu machen, weil das ist quasi wie spiegelverkehrt der Ablauf vom Schlaf. Man kann es schaffen, den Tag so zu koordinieren, auch wenn man total bis über beide Ohren voll ist mit Sachen, den so zu machen, dass man am Anfang des Tages sich ein bisschen bremst, den langsam anfängt, dann das, was zu machen ist, quasi so terminiert am Tag, dass vor Mittag quasi der Hauptteil erledigt ist, dass man zum Essen ein bisschen zur Ruhe kommt. Dann wird die Verdauung besser. Ja? Also wenn man umschaltet aus diesem Machen zum Aufnehmen und Reparieren, ist wirklich so. Sich ein bisschen Zeit nach dem Essen gibt, selbst wenn man zu wenig Zeit hat zum Essen am Tag, trotzdem sich das choreografiemäßig so hinzuschieben, selbst wenn ich nur 5 Minuten Mittagspause machen kann, selbst das so zu machen, dass man abbremst, das, was man in 5 Minuten schafft zu essen, langsam ist, 1 Minute danach noch sich ein bisschen Pause nimmt und erst dann langsam wieder Fahrt aufnimmt und dann zum Abend hin langsam wieder runterkommt und vorm Schlafengehen eben auch langsamer wird, keine aufregenden Sachen mehr anguckt, liest oder was andere für andere Medien. Also wirklich so eine Tageschoreografie einzuüben. Auch das hat verschiedene Aspekte. Erstens kann man gut schlafen dann, also besser. Zum anderen zwingt es einen ja dazu, mal den Tag, was man so macht, unter diesem Aspekt anzugucken und führt dann automatisch so eine Selbstordnung ein. Und schafft meistens dann mehr und ist entspannter. Und auch das ist eine Intention. Das ist nichts, okay, ich mache das jetzt, habe ich jetzt einmal gemacht, klappt nicht, verwerfen. Das ist die normale Variante, so macht man das normalerweise. Ich kann das halt nur erzählen, dass das gut wäre. Ich habe das gelesen, ich habe es gemacht, habe es eingebaut und mache es immer weiter. Ja. Also ich bin damit nicht fertig, kann das nicht abschließen. Das ist eine Intention, die in die richtige Richtung führt, meiner Ansicht nach. Ja. Aber wenn man merkt, da habe ich jetzt keine Zeit zu, mich mit sowas zu beschäftigen, dann ist das auch okay. Ja. Also ihr, wenn ihr das wollt, müsst euch das selber aneignen. Wenn ihr das wollt. Ich kann auch sagen, es ist alles total verkehrt. Ich brauche die ganze Zeit Action, 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 immer zu.
Aber jetzt machen wir erstmal 20 Minuten Ruhe. Leise. Aber richtet euch ein. Also das Einzige, was sich bewährt hat, ist so sitzen, dass man frei atmen kann. Ist auch kein Militär rumsitzen. Also ihr könnt auch die nächsten 19 Minuten lang eure beste Position suchen. Falls ihr die aber doch frühzeitig findet, dann achtet auf euren Geist, auf dass der zur Ruhe kommt von selber. Und wenn ihr sowas wie ich halt Atemmeditation macht, dann bleibt von selber nur der Atem über. Das wäre schön.
gleich mit der einmaligen hohen Glocke ist die Zeit für diese merkwürdige Frage. Wie fühle ich mich jetzt? Dreimal auf Sanskrit. Das heißt, also Sadhu hat mehrere Bedeutungen, aber wir meinen mit Sadhu, also wir sagen jetzt gleich dreimal Sadhu, nichts anderes als wunderbar. Also wir beten keinen imaginären Gott oder sowas an. Es ist, hat sich nur als witzig herausgestellt. Witziger als von Blüten beschmissen zu werden. So zusammen. Sadhu! Sadhu! Sadhu!